Jumoi, Flüte und auch immer lieben Landratten und Rädchen da draußen. Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Star Wars SWTOR, also Star Wars The Old Republic. Zusammen mit dem guten Toni. Hallo. Hallöchen. So, und wir stehen jetzt hier vor Suvarak, den Meister. Kannst du nicht teilnehmen? Nee, ich kann nicht teilnehmen, weil ich die schon gemacht habe. Ja, auch so. Suvarak, ich möchte den Pilgerpfad gehen. Fremde sind keine Voss. Sie beschreiten den Pfad nicht. Nicht einmal die Pilger können im Moment den Pfad beschreiten. Die Gefahr ist zu groß. Der Pfad ist versperrt. Die Gormax töten alle, die ihn betreten. Ja, blöd gelaufen, wir sind fertig hier. Fremde dürfen nicht rein, der Pfad ist eh versperrt und die Gormax mögen Fremde nicht. Also. Ja, dann. So ein Pech. Mit mir kann sich keiner messen. Viele andere müssen den Pfad noch betreten. Der Pfad führt zum Schrein der Heilung. Nur wer glaubt, darf eintreten. Sogar Mystiker betreten vor ihren Prüfungen den Pfad. Die Gormax schänden ihn. Was gehört zu den Prüfungen der Mystiker? Ich weiß es nicht. Nur wenige wissen es. Die Gormax haben den Pfad befleckt. Ein Voss muss den Schrein reinigen. Die Gormax werden angreifen. Werdet ihr einen Pilger führen? Die Pilger sollen mit mir kommen. Ich werde sie beschützen. Die Gormax sind Raubtiere. Beeilt euch! Okay, also Gormax sind übrigens Raubtiere, wie wir jetzt mal in Erfahrung gebracht haben hier. Mhm. So. Also rein in den Tempel wahrscheinlich. Tiere am Altar. Wo ist denn hier der Altar? Der hier, der, das ist genau. Der. Ja, die müssen wir jetzt durch den Pfad hindurch begleiten. Achso, die hatten eine Tarnfurcht. Okay. Na dann. Wo ist denn jetzt der Pfad? Ist das da der Pfad? Was schreien Straßensperre? Ja, da müssen wir hin. Genau. Wobei ich glaube, wir kommen auch hin. Und hier müssen wir. Leider fahren, ne? Ja. Ja, genau. So, warte mal. Wir haben jetzt was aktiviert. Bei mir. 3, 2, 1, go. Ja. Jetzt sind wir gleich auf. Musst du nur noch mehr kaufen. Ne, das ist glaube ich eine Maximalstufe. Schneller kann man nicht. Ich glaube, hier ja, die Zwischenstufe mussten wir kaufen. Die Gleiternavigation 4, damit ich Gleiternavigation 5, die noch unbenutzt bei mir im Inventar lag, auch mal nutzen konnte. So. Sieht echt ein bisschen creepy aus, wie deine Figur sich da bewegt, weil es irgendwie nicht so ganz vom Server richtig dargestellt wird. Sieht, weißt du, wie dieses Viech da, was aus dem Horrorfilm aus dem Fernseher rauskraxelt auf dem Rücken? Ungefähr so sieht das aus von der Bewegungsart her. So ein bisschen zuckelig und. Das ist so da richtig. Hier müssen wir rein, oder? Nee. Doch, doch. Nee. Guck mal, da ist ein anderer Weg. Wir müssen einmal hier rauf. Ja, wir müssen nach oben. Ah ja, da sind auch die Mingen. Was sind das denn? Viecher. Felsenwerfer. Knochenmalmer. Aua. Mal Freundchen, ich wollte noch nachkommen, Zeugen, der tritt mir einfach in die Eier hier. Übel. Ah, das ist die Gormax. Wie denn? Okidoki. Oh. So. Gormag Angreifer. Na ja, gut, dann. Auf da. Irgendwie ganz komisch gestunt hier. Jetzt. Darf ich auch mal wieder. Na, okay.
So, dann einmal hier an diesen bajoranischen Obelisken. Mhm. Ach, da ist die Tante. Okay. Ich habe, glaube ich, irgendein Problem. Nee, jetzt ist es vorbei. Okay, der Weg geht noch weiter. Mhm. Ja, das geht noch ein Stück. Bisher noch nicht gerade der unüberwindbare Pfad, den Fremde nie im Leben schaffen können, weil er viel zu gefährlich und zu aufwendig ist. So, ja. Ja, ultramäßig. So. Ich will nicht allein kämpfen. Sache, dass es irgendwelche Monster sind, sind doch relativ vorhanden. Ja, Max. Vor allem, sie haben einfach Schwerter und keine Ahnung, Waffen dabei. Nicht mal als Monster, ich muss sie als immer nur diese Spezies einfügen. Ja, ja. Dumms. So, nochmal wieder beten. Ja, ah ja, das ist sie. Tantchen wieder. Okay, und noch ein Stück weiter rauf. Ja, das irgendwo da oben. Ich glaube, mit dieser Ruine da wieder. Ja. Ah, du bist drin. Ja. Sieht man gar nicht so als Eingang an. Hä? Ja, ich habe auch mich kurz ein bisschen umgucken müssen. Uff, wieso wissen die? Okay, so was Lilanes gedroppt. Was tut denn? Hier drunter. Jemand vor dem Eingang. Wer bist du denn? Ich bin, woanders? Falsche Ruine, fahr mal nach weiter nach Norden. Seh dich. Ja. Kannst du teilnehmen am Gespräch? Nee, ne? Weil du nicht so schnell bist. Okay. Die Gormak-Plage ist fort. Ihr habt den Pfad beschritten. Der Schrein könnte euch offen stehen. Erzählt Geralt Mo davon. Er bewacht das Prüfungsgelände. Ihr Schrein ist den Mystikern vorbehalten. Ihr könnt euch abweisen. Ich bin so schnell wie möglich dort. Ich werde Suva Ruck informieren. Viel Glück, Fremdling. Jo, danke sehr. So, wir sollen jetzt mit Geralt Mo sprechen. Part der Heilung. Dafür müssen wir noch einen einzigen Gormak killen als Bonus-Level. Das ist ja mal wieder ganz schnell erledigt. Ups. Wie stunt er mich denn immer, wenn ich ihn anspringe? Das verstehe ich gar nicht. Ja, okay, Bonus erfüllt. Ich habe mich wenig daran beteiligt. So, und genau, dachte ich mir schon hier oben rein. Irgendwie. Mordi. Ich glaube nicht an diese Sache mit den Heiler, Mystikern. Das ist ja ein kleiner Eingang hier. Aber die Architektur gefällt mir sehr. Das ist also unsere Freunde hier? Nur Tatsache. Nice. Gesundheit. Alles muss akkulieren. Tja. Ein Beampunkt gibt es hier leider nicht zum Freischalten, also gehen wir einfach mal rein. Oh, hübsch. Die Lampen hier, ne? Schreien der Heilung. Moment, achso, außenrum hier. Lol. Ja,
wenn Spieldesigner einfach keinen Bock haben, darauf zu achten, wenn die Textur auf der anderen Wand unter diesem komischen Pfeiler hindurchglitscht. Ja, ach ja. YOLO. Ja. Na, guck mal, hier ist noch so. Ah, hier ist Garl Mo. Okay. Ah, wunderbar. Ist gar nicht so weit drin hier im Gebäude. Hallo Mo. Mo. Von Mo's Taverne. Mir wurde aufgetragen, Garl Mo zu berichten, dass der Pilgerpfad freigeräumt wurde. Dafür bekommt ihr von mir Anerkennung. Ich bewache das Prüfungsgelände. Darin liegen die Prüfungen. Eieiei. Jetzt wissen wir endlich, was aus Superman aus der Serie Superman und. Nee, wie heißt es? Lewis und Clark geworden ist. Ja, wieso? Hier ist der deutsche Synchrosprecher von Superman. Ah! Niemand scheint viel über diese Prüfungen zu wissen. Die Prüfungen sind für die Mystiker. Wir können nicht verstehen. Nur wenige Voss überleben. Euer Schicksal ist beinahe besiegelt. Ich möchte mehr über die Voss lernen. Das Risiko ist mir egal. Fremde werden niemals alles wissen. Ihr seid den Pfad gegangen. Ihr dürft das Prüfungsgelände betreten. Oh, immerhin. Wir haben den Pfad begangen, also dürfen wir das Gelände betreten. Ey. Alter. Guck mal, die Treppe nach da oben. Was ist das jetzt? Ich weiß. Ist? Oh Gott. Ich weiß. Ganz unabhängig. Müssen wir da zufällig auch rauf? Ja. Ja, ich musste auch rauf. Alter. Weißt du, warum mich das erinnert hier? Mhm. Sylvester Stallone. Da. Ja. Aber die sind progressiv. Die haben hier schon eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Rollstuhlfahrer. Ja, stell dir auch super vor, wenn so ein Rollstuhlfahrer hier runterrutscht auf dieser Rampe, dann so, hui, und dann klatscht er vorne gegen die Wand, weil die Bremse gar nicht so schnell runterkommt. Oh Mann. So, hier durch? Ja. Ja. Den Dreck hätten sie mal beiseite räumen können hier. Ja. Für ihr Heiligstes ist es aber ganz schön schmutzig hier. So, wir sollen hier rein, Tür der Prüfungskammer. Okay. Alter, ist das grün hier? Ja, grün für Heilung. Ah, ich glaube, wieder hinten müssen wir hin. Schreiende Heilung, obere Ebene. Dieser Krieg ist sinnlos. Es gibt keinen Konflikt. Ihr leugnet die Vision eines Mystikers. Ruhe! Dieser Ort ist nicht sicher. Der Krieg, den ihr vorhergesehen habt, hat begonnen. Der Sisko muss zurückgehen. Ja. Abgesehen von den Gormax sieht draußen alles recht friedlich aus. Die anderen Kommandos schlagen erst noch zu. Es gab das ist die Stimmung, ja. Unstimmigkeiten. Viele Voss werden sterben. Es sollte keinen Zweifel geben. Eure Vision hat diesen Krieg entfacht. Werdet ihr uns führen? Wir haben eine Vision? Ja. Okay. Ich bin zwar kein Mystiker, aber versuchen kann ich es. Wir wollen nur von Mystikern geleitet werden. Ihr habt einen blutigen Bürgerkrieg der Voss erlebt. Nach dem Ende des Krieges saht ihr das Volk der Voss aufblühen. Die Voss haben sich entzweit, um euren Willen zu erfüllen. Wir werden kämpfen, bis eine Seite den Sieg errungen hat. Die andere stirbt. Der Krieg wird zu Frieden und Wohlstand führen. Sicherlich, das ist keine gute Antwort, glaube ich. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Deuter sind sich einig. Wir tun, was für unsere Zukunft nötig ist. Zu welchem Preis? Zahllose Voss werden sterben. Wir folgen eurer Vision, Ehrwürdiger. Soll dieser Krieg weitergehen? Was immer ich gesehen habe, ich wollte nicht, dass es einen Krieg verursacht. Die Mystiker sehen nicht immer nur Gutes vorher. Halt! Ihr gehört nicht hierher. Der Schrein ist für die Mystiker.
Eure Vision hat sich als falsch erwiesen. Ich weiß nicht einmal, was ich gesehen habe. Ihr habt gesehen, dass die Fremden Voska zerstören. Die Fremden sind hier. Voska floriert. Ihr könnt nicht zu den Mystikern gehören. Ihr müsst gehen. Sehr verwirrend. Vielleicht bedeutete die Vision etwas anderes. Deuter können Fehler machen. Mystiker nicht. Ich bin eure Begleitung, Ehrwürdiger. Wir dürfen uns nicht verspäten. Die Mystiker hatten eine Vision. Die Deuter haben euch erwählt. Euer Opfer wird die Gormax besiegen. Opfer? Hä? Blickst du hier noch durch? Nein. Ich habe das Gefühl, da fehlt ein Storyplot oder so. Ja. Vor allen Dingen, gehört die Kuh da links? Ist die auch in der Vision mit drin? Oder sehen wir, das ist das gerade unsere Vision? Du. Und warum bin ich da dabei? Der Vater Sisko kennt viele Möglichkeiten. Ich habe keine Ahnung, ob die Kuh dazu gehört oder nicht. Ihr wollt, dass ich mich den Gormax opfere? Ein Mystiker wird sterben. Die Gormax werden fallen. Wir tun, was für unsere Zukunft nötig ist. Na dann. Ich werde mein Leben geben, um die Voss zu schützen. Auch Mystiker müssen Opfer bringen. Ihr gehört nicht zu den Mystikern. Ihr versteht nicht. Ein Mystiker sieht. Ihr hingegen stolpert. Ihr werdet ausgemerzt. Die Worte der Mystiker haben Gewicht. Ihr versteht. Geht. Was? Lernt euch zu konzentrieren. Ich verstehe nicht, woher. Zerstört die Quelle. Die Worte der Mystiker haben Gewicht. Ihr versteht. Geht. Lernt euch zu konzentrieren. Okay. Zerstört die Quelle. Aha. Alles klar. Geisttüter. Okay. Ich will nicht allein kämpfen. Ein Grund ist aber wie ein Schwein, die Kuh. Ja. So, also müssen wir hier laufen wir jetzt hier die ganze Zeit rum, als ob wir in goldgepresstes Latinum getauft sind, oder? Ja, ich glaube, wir sind noch in der Vision oder sowas. Dann gucken wir mal. Also ich muss hier rumlaufen, irgendwelche Viecher töten und dann irgendwelche Dinge aktivieren. Da vorne ist noch so eine grüne Tür. Sind das so schnelle Fallen sehr? Ja, da war ja was. Also, wir müssen erstmal am Rand, glaube ich, die Dinger angreifen und dann, oder? Oder nee? Ja. Doch, ja. Einfach rechtsklick drauf. Nee, ich kann wieder nicht, ich muss wieder mit. Ich habe das Gefühl, damit befreien wir hier den Reden. Ja, warte, bevor du sie alle befreist, weil sonst haben wir sie nämlich alle am Rücken. So. Immer schön am Leben bleiben. So, jetzt kann man das große Vieh, glaube ich, angreifen. Das große Vieh war grün bei mir, das kann nicht sein. Jetzt. Okay, ist rot. Ich kann dann ein
Ein Geist kann die Spiro analysieren, finde ich auch geil. Hallo. Also die Hälfte alles, wie haben wir 10 von 15. Sein Typ sind Äuglein zu. Äuglein zu? Okay. Ja. Oh, da liegen irgendwelche Leute am Boden. Verwundeter Boss. Pilger, oh, komm, guck mal. Ah, ich glaube, wir müssen. Ah, ja, ja, wir müssen hier. Warte, ich habe hier eine Katze überleben. Ja. Was genau ist hier passiert? Haltet das Gleichgewicht. Nehmt Leben, um unsere zu retten. Ach, schon wieder Gleichgewicht. Das sind die Defere hier, ey. Mhm. Ich befürchte, ich habe den Faden verloren. Ja, wir müssen die Viecher töten und die werden dann in diese Holocrons gesaugt und dann. Ja. Okay. Aber wo? Ach, da. Da bin ich. Taschen! Schön geklappt? Nee. Das war irgendwie anders. Die Albtraumbestien am ersten Signal früher. Ach, guck mal, ob du hier was machen kannst hier an dem Feuerding. Ah, okay. Warte. Ja, ich kann es, glaube ich, entfachen. Ja, ich kann es nicht, weil ich es schon gemacht habe. Ah ja. Oh. Genau. Genau. Ja, das müssen wir hier nochmal bei anderen machen. Ja, in jedem Feuercache quasi. Nee, das ist das Ding, wo es hingeleitet wird. Hier unten nochmal. Mhm, so, aktiviere. Achso. Genau. So, und wo hast du gesagt? Ach, da unten ist eine. Genau. La la la. Könnten auch so Saunasteine sein, die entzündet werden, oder? Ja. So. Genau, jetzt muss es, glaube ich, hier zu dem Tisch, oder? Hier muss ich irgendwie, ja. Ja, und dann kannst du das, glaube ich, aktivieren und dann überträgst du quasi die Kraft auf die. Oh, na, wir müssen noch ein paar Mal machen. Reicht, das schaut man eigentlich aus. Hat's ausgereicht? Ja, ich muss jetzt hier hin. Ich habe nur gerade ganz kurz versehentlich irgendwie irgendein Item. Ja, genau. Warte mal, ich muss hier mal wieder dieses Schloss drin machen. Mhm. Hier bei dem Tisch. Ja. Heilende Blitzschlag. Mhm. Ja, einfach Kopfnicken in der Zwischensequenz reicht doch aus. Hä? Mhm. Irgendwo. Achso, einmal komplett, oh Gott. Naja. Ja. Nee. Kopf komplett aus. Boah, das ist weit. Okay, das ist jetzt sehr viel Rennen.
Ah, da steht wieder so ein Schau da. Dann reden wir doch mal mit dem. Haltet einen Moment inne, Fremde. Ihr seid keine Mystiker. Dass ihr noch lebt, ist beeindruckend. Ihr mit euren Mystikern, ey. Ja. Sind die Prüfungen vorbei oder kommt noch etwas? Eine Prüfung noch. Nur Mystiker können sehen, was kommt. Sie schützen Voss. Die Mystiker stellen sich unserem Feind. Dadurch werden sie würdig. Die Voss sind neutral. Wer sind eure Feinde? Die Gormaks. Na dann. Oh Gott, Riesengormak. Ja, ich sehe ihn. Das wird helfen. Ja. Ja. Hat ihm auch nicht viel geholfen. Prüfungssteine, wo müssen wir hin? Okay, wieder. Och je. Ich glaube, da kann man hinten durch irgendwo. Da ist täuscht, ja. Ich glaube, hier geht's irgendwo, oder? Nee. Das wäre sehr schön, weil direkt hier hinter ist das Ziel. Nee, wir müssen außenrum. Also oder einmal komplett außenrum, oder? Das ist ja. Ich glaub schon. Boah. Kann man hier irgendwo durchschlüpfen? Nee, kann man leider nicht. Stellt sich heraus, dass das. Warte mal, oder komm mal mit. Vielleicht ist es auch hier oben. Oh, und das wäre fies, wenn man dann einmal komplett zurückrennt, um dann festzustellen, auf der zweiten Ebene. Ja, hier hinten ist eine Tür. Da bin ich nämlich, glaube ich, auch drauf reingefallen. Bist du drauf? Mystery. So. Die hier mal zu. Ja, ja. Kleiner unauffälliger Gang. Aha, genau. Ja, genau. Ich glaube, wir sind nicht mehr in der Vision. Wie kommst du darauf, nur weil das Licht aus ist? Ja, wir sind keine Gänse. Da steht da. Was ist? Ah ja. Bist du durch die Wand durch? Naja, nee, ich suche hier den. Ich habe die Karte offen. Wo geht's denn hier durch? Da geht's durch. Ja. Und dann irgendwie nach da unten. Ist da eine Tür? Da ist ja keine Tür. Hä? Also genau hier hinter soll's. Doch, warte mal, doch der andere Weg. Oh Gott, das ist verwirrend hier, ey. Ja, ja. Hier geht's hier runter, ja. Oder? Und dann. Aber den Gang entlang und dann am Ende des Ganges links, also erstmal nach Indien und dann den Fluss runter und dann links. Genau. Hier. Genau. Man sieht ja die Höhenunterschiede nicht, das ist ja noch. Das ist richtig mies, ja. Lord. Warte mal, das ist der falsche. Ach, hier, die Visionstafel muss ich aktivieren hier. Ja, ja. Die aussieht wie irgendwie afrikanische Schamanmasken oder wie die heißen da. Ihr habt euch gut geschlagen. Ich bin Jorda. Ich überwache die Anwärter. Die Prüfungen sind gefährlich. Nur wenige überleben. Ihm habe ich irgendwie so X-Men Apocalypse Vibes. Oh, okay. Was sollen wir von den Prüfungen lernen? Die erste Prüfung gilt den Worten eines Mystikers. Die zweite seiner Konzentration. Die dritte einer traurigen Wahrheit. Mystiker müssen nehmen, um zu geben. Jemand, der einem Mystiker sehr ähnlich ist, beschützt jetzt die Voss. Die Prüfungen enden hier. Okay. Hey, komm, ich will's ja mal. Was für ein sinnloses Unterfangen.
Auch Fremde können lernen. Die Prüfungen haben euch Einblicke gewährt. Eine Vision. Ich dachte, nur Mystiker könnten Visionen haben. Mystiker können sehen. Die Vision gehört euch. Diese uralten Tafeln leiten die Gedanken der Mystiker. Meditiert. Konzentriert euch. Ihr werdet finden, was ihr sucht. Befreit euren Geist. Konzentriert euch. Oh. Ihr nutzt gewaltige Kräfte, aber euch fehlt die Reinheit des Willens, um sie zu führen. Ich werde mich nicht aufhalten lassen. Ich kann nicht gerettet werden. Allein der Tod bleibt mir, und ihr werdet mich nicht töten. Wait, what, das ist der Imperator? Hm? Ihr täuscht euch in mir. Ich besitze den Willen und die Macht, euch zu vernichten. Wenn ich sterben muss, stirbt alles mit mir. Die Vision ist zu Ende. Das war alles. Kann ich irgendwie ändern, was ich gesehen habe? Nichts kann aufhalten, was kommen wird. Unsere Visionen sind verlässlich. Wir wählen unsere Antwort. Die Prüfungen sind beendet. Lebt wohl, Fremdling. Ja, ne, lebt wohl. Wunderbar, danke sehr. Tschüss. Ich will nicht allein kämpfen. So, was sollen wir jetzt nochmal? Sprich mit Edanje. Ich glaube, das ist unten. Die müssen wir hier wieder raus und die Treppe runter. Also dafür, dass das jetzt Prüfungen waren, die sonst kaum einer von denen besteht und die so gefährlich sind, ja. Ja, wir sind ja Jedi, wir kriegen ja alles. Ja. Das ist das Signalding, ne? Ach, das ist wieder am Pilgerrückzugsort, da können wir hinblicken, da brauchen wir nicht laufen. Ja, wunderbar. Was soll ich wieder oben? Oder? Ja. Ist das die Tür? Ja. Mit denen hier? Okay, hab ich gar keine. Ich weiß nicht. Zeichen sie doch, warte mal. Also, ich kann mit ihr der reden. Der Pfad ist frei. Oder ihm. Ich muss die Pilger anführen. Pilgerrückzugsschleuse. Baumarktland steht, zeigt ihr mir an. Also, wir müssen, glaube ich, mit dem zum Shuttle fahren. Shuttle fliegen. Ach, das ist unten rechts. Lager Talan Skyhopper. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Glaube ich, oder? Nee. Und da ist Gormagland, sprich doch, das ist das. Da ist die Mission Gormagland und da ist, sprich mit Eden J. Oder J. Ja, dann. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Findest du unübersichtlich hier teilweise? Ja. Alter,
Da geht hier aber Geschwindigkeitsrausch ab, ey. Naja, die Karte ist groß. So schneller fährt man auch. Aber zumindest mal Landschaft, die gibt mir was anderes. Bisschen herbstlich hier auf jeden Fall. Alles extrem orange. No. Jesus, ist das weit, so weit, war das so weit auf der Karte? Mhm. Das wäre der Voskra. Kommen wir zum Ausgangspunkt? Das sieht ein bisschen anders aus hier, oder? Nee, ach, hier gibt's noch eine andere Durchfahrt. Gott. Also diesen Kartenbereich haben wir übrigens noch null erkundet. Da ist eine riesige Karte, einfach nur unaufgedeckt. Ah, hier ist das Gormak-Gebiet. Lauter Gormaks, alles rot. Okay, so, gibt's hier wieder einen Beampunkt irgendwo? Ja, da. So, und dann soll wahrscheinlich hier im Gebäude genau die Person sein, mit der wir sprechen können. Wo ist denn noch da? IG. Kannst du daran teilnehmen? Okay. Ihr seid die Fremden, die Laren Kai erwähnte. Ich habe eine dringende Botschaft. Einen Augenblick. Ich bin Peftak Fra von den Kommandosoldaten bei Gormakos. Die Mystiker haben gesehen, wie ihr die Gormaks besiegt habt. Der Zeitpunkt ist gekommen. Die Kanone der Gormaks wird bald fertiggestellt sein. Sie werden Voska zerstören. Oh Gott, also manchmal frage ich mich, ob sich das wirklich lohnt, dass wir den Leuten hier helfen. Die Kanone der Gormaks wird bald fertiggestellt sein. Sie werden die Voska zerstören. Okay. Immer wenn man denkt, man hat ein Problem erledigt, kommt direkt das nächste. Wie sind die Gormaks an eine derartige Waffe gelangt? Die Gormaks haben jahrelang hart gearbeitet. Wir haben sie unterschätzt. Die Kanone ist auf Voska gerichtet. Die Gormaks rücken vor. Die Kommandosoldaten werden die Invasion aufhalten. Ihr haltet die Kanone auf. Jo, klar machen wir das. Was genau soll ich tun? Die Kanone ernährt sich von Energie. Wir werden sie aushungern. Die Generatoren befinden sich in Gormakos. Edan J. wird euch Anweisungen geben. Diese Ladungen werden mit den Generatoren verbunden. Die Kommandosoldaten haben in der Nähe einen Detonator versteckt. Platziert die Ladungen, aktiviert den Detonator, dann wird die Kanone der Gormaks schweigen. Ablehnen ist halt so ein Ding, warum sollten wir eigentlich jemals Mission ablehnen? Wer klickt denn sowas eigentlich? Das verstehe ich gar nicht, wer sowas auswählt. Ja. Ich werde die Ladungen platziert haben, noch bevor die Gormaks meine Anwesenheit bemerken. Die Gormaks. Aber ich habe bei dem schon gemacht, weil ich dann teilweise in späteren Missionen einfach noch die Last-Quests gemacht habe und die Welt-Quests offen gelassen habe. Oh, okay. So, Gormakland ist mal abgeschlossen. Du hast ja maximal Kreditbestand erreicht, ja. So, ist das hier ein Minibett oder was soll das hier darstellen? Könnte auch so ein Stuhl sein oder sowas. Okay. Naja. Also beim nächsten Mal sollen wir auf jeden Fall ganz schön viele tolle Sprengladungen anbringen bei den Generatoren. Ja. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Die ist hier zum Beispiel, ich schreibe 40 Minuten lang. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne kommentieren, abonnieren und liken. Mhm. Wir sehen und hören uns alle dann beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich beim Toni fürs Mitmachen. Ja, noch.
Wenn ihr wollt, schaut gerne auf unserem Discord-Server vorbei. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Hummel, hummel. Moss, moss.